Von Killarney führt die Fahrt durch den Killarney Nationalpark und anschließend über das Balakbima Gap, das im Verlauf einer schmalen Straße liegt. Die Straße wird immer schmaler. Gegenverkehr ist zunehmend unerwünscht. Nach der Passhöhe verläuft die Straße durch einen schmalen Einschnitt talwärts. Nach wenigen Minuten Fahrt ist der engste Abschnitt zu Ende und die Landschaft wird wieder offener. Bei der Fahrt von hier nach Killarney umrundet man mit dem Caranto Hill den höchsten Berg Irlands. Im Licht der Abendsonne führt die Fahrt am Loch Achus vorbei. Der Caranto Hill ist 1039 Meter hoch und das sonnige Wetter lädt dazu ein, den Gipfel zu besteigen. Für den Aufstieg sind lediglich gute Bergschuhe und Trittsicherheit erforderlich. Die gesamte Wanderung ist an einem Tag gut zu schaffen. Vor dem eigentlichen Anstieg führt der Weg relativ flach in ein breites Tal hinein. Der Weg führt zunächst bis zum Ende des Tals. Dann führt er über die sogenannte Devil's Ladder steil bergauf und anschließend weiter bis auf den Gipfel. Unterhalb der Devil's Ladder liegen zwei Seen, Loch Gura und Loch Kali. Thank you.
Oberhalb der Seen beginnt der Anstieg über die Devil's Ladder. Der schmale Einschnitt wird mit zunehmender Höhe immer enger. Es lässt sich durchaus darüber streiten, ob es sich hier um einen Bach oder um einen Weg handelt. Die einzigen, denen der Höhenunterschied nichts auszumachen scheint, sind die Krähen, die elegant durch die Luft gleiten. Schließlich ist das obere Ende der Devil's Ladder erreicht. Der Gipfel ist wieder in Sichtweite. Der Rest des Wegs führt auf dem steinigen Rücken in weiten Kehren den Hang hinauf. Ständig wechseln sich Sonne und vorbeiziehende Wolken ab. Nach diesem letzten Teil des Aufstiegs ist es geschafft. Der Gipfel ist erreicht. Von hier oben reicht der Blick bis zum Meer. Vor dem Abstieg reicht die Zeit noch für ein kleines Nickerchen in der Sonne. Wieder im Tal. Diese Steinbrücke führt über den Carrick River, der etwas weiter unterhalb in den gleichnamigen See Carrick Lake mündet. Die Brücke ist zwar eigentlich nichts Besonderes, doch lädt sie zum Verweilen ein und diente bestimmt nicht zum ersten Mal als Fotomotiv. Killarney eignet sich gut als Ausgangspunkt für einen Besuch der Iverac-Halbinsel. Der sogenannte Ring of Kerry, eine knapp 180 Kilometer lange Panoramastraße, führt stets in Küstennähe um die gesamte Halbinsel herum und wird von vielen Besuchern befahren. Der Ring of Kerry bietet nicht nur Ausblicke in die abwechslungsreiche Landschaft der Halbinsel, sondern verbindet auch verschiedene Sehenswürdigkeiten miteinander. Einige Nebenrouten führen durch abgelegene und deutlich einsamere Gebiete. Am südwestlichen Ende der Iverac-Halbinsel liegt das Lohair Stone Fort. Es zählt zu den am besten restaurierten Stone Forts Irlands. Das Bauwerk stammt aus der Eisenzeit. Die runde Außenmauer besitzt einen Durchgang an der zum Meer weisenden Seite und umgibt zwei Gebäude im Inneren.
Die beiden Gebäude sind die Nachfolge einiger Bauten aus Stein und Holz. Die rekonstruierten Wände zeigen, dass es sich um je ein rundes und ein rechteckiges Haus handelt. Am zum offenen Meer hingelegenen Ende der Halbinsel peitscht der Wind die Wellen mit aller Kraft gegen die Felsen. Hier liegt Valentia Island, eine kleine Insel, die nur durch einen schmalen Meeresarm vom Festland getrennt wird. Die Insel wäre wohl nicht so bekannt, wenn dort nicht im Jahr 1866 ein erstaunlicher technischer Fortschritt gelungen wäre. Genau in dieser Bucht begann das erste transatlantische Telegrafenkabel, das Europa und Amerika miteinander verband. An dieses Ereignis erinnert heute vor Ort eine Gedenktafel. Die erste gesendete Nachricht lautete: Glory to God in the highest, on earth peace and goodwill to all men. Die Arbeiten zur Verlegung der Kabelverbindung waren mit einigen Rückschlägen und Erneuerungen verbunden. Eine der Schwierigkeiten bestand darin, dass zur damaligen Zeit noch keine genauen Informationen über das Relief des Meeresbodens vorlagen. Gegenüber von Valentia Island liegt auf der Hauptinsel der kleine Ort Port McGee. Am Hafen erinnert ein originaler Anker an die im Jahr 1910 gesunkene Crompton. Damals gelang es der Besatzung, das Festland zu erreichen. Sie verließen den Ort mit dem Zug, um ihre Heimreise anzutreten. In einem Restaurant in Port McGee hängt ein altes Bild, das einen Zug auf einer Brücke mit steinernen Pfeilern zeigt. Die Brücke steht noch heute, doch schon seit Jahrzehnten ist kein Zug mehr über sie gefahren. Sie war einst Teil einer Bahnstrecke, die entlang der Küste der Dingle Bay verlief und im Bahnhof Valentia Harbour endete. Ihren Ausgangspunkt hatte sie in Farranfore, wo sie mit der Strecke Malo Tralee verbunden war. Die Bahnstrecke erschloss einen großen Teil der Halbinsel und war bis zu ihrer Stilllegung im Jahr 1960 die westlichste Bahnstrecke Europas. Zu den erhaltenen Bauwerken gehören mehrere Brücken sowie zwei Tunnel und einige Bahnhofsgebäude. Die beiden Tunnel liegen oberhalb der steilen Küste in der Nähe des früheren Bahnhofs Mountain Stage. Die letzte Spur ist die erhaltene Brücke über den River Lorne in Kilorglen.